Hallo zusammen, hier ist wieder Heutler und heute wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Spieler gegen Spieler. Und dann sind wir hier einmal unter Welt drin. Diesmal wollen wir uns drei Erfolge anschauen, die alle gleich heißen. Und zwar haben wir hier das Achievement Entfesselter Ruhm. Und das gibt es in 1, 2, 3 unterschiedlichen Qualitäten. Und zwar, was müssen wir da machen? Öffnet 25 Kisten mit Kriegsvorräten in The War Within im Kriegsmodus. Und ja, die Staffelung ist halt 5 Kisten, 10 Kisten, 25 Kisten. Als allererstes müsst ihr für dieses Achievement einmal quasi in die War Within Gebiete, ne? Also ihr könnt es machen in der Insel von Dorn, Heilsturz, die schallenden Tiefen oder Ashkehet. Und bevor ihr da hintigert, solltet ihr den Kriegsmodus anmachen. Den Kriegsmodus könnt ihr zum Beispiel in Donegal aktivieren oder in Orgrimmar als Hordler, als Allianzler in SW. Und den aktiviert ihr einfach, indem ihr quasi in euer Talentbuch geht und hier unten dann den Kriegsmodus aktiviert. Also wenn er aktiviert ist, dann ist hier so ein grüner Punkt drin. Ihr seid dann hier oben auch markiert, ne? Also ihr seid dann quasi PvP gefleckt und könnt dann von der gegnerischen Fraktion jederzeit hier in der offenen Welt angegriffen werden. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr die Möglichkeit, diese Kisten einmal mitzunehmen. Wie funktioniert das? Das System gibt es schon seit, glaube ich, Battle for Azeroth, meine ich, wurde das erstmals eingefügt. Es funktioniert einfach so, dass ein Flugzeug auf der Map erscheint. Es kommt dann auch ein Dialog, also macht euren Dialog-Sound möglichst laut. Ne? Das könnt ihr einmal machen, indem ihr auf Audio geht, Dialoge komplett hochdreht und dann erzählt euch so ein Zwerg, dass da so ein paar Ressourcen in Aussicht sind. Es kommt ein Flugzeug, das seht ihr auf der Karte, fliegt eine Bahn und irgendwann lässt es halt einen Airdrop fallen. Und dieser Airdrop ist dann eine Kiste und die könnt ihr aufmachen. Es funktioniert folgendermaßen, wenn diese Kiste landet, dann ist das quasi so lila umrandet und es kann ein Spieler die anklicken und für seine Fraktion umflecken, so rum. Und der erste Spieler, der es quasi anklickt und durchcastet, der bekommt Credit für das Achievement. Alle anderen von der Fraktion können die Kiste dann trotzdem looten, kriegen aber kein Credit für das Umflecken in Anführungszeichen. Heißt, die gegnerische Fraktion wird euch angreifen, weil sie halt auch die Kiste haben will. Und die eigene Fraktion sind eigentlich auch eure Feinde, weil die euch das Achievement klauen. Also ihr müsst halt schnell sein, der Erste, der dran ist, das umfleckt. Und wenn es dann einen Kampf gibt, dann müsst ihr halt auch ein bisschen taktieren und schauen, dass ihr das Teil quasi umfleckt und nicht einer von euren Mitstreitern der eigenen Fraktion. Genau, ich würde sagen, wir warten jetzt mal, bis die Kiste kommt und dann zeige ich euch das mal in Live-Action. So, während wir jetzt auf die Truhe warten, deiner Tipp noch, wenn ihr es habt, legt am besten PvP-Equip an. Das skaliert ja auch im War-Mode, wenn ihr in PvP-Aktivitäten kommt hoch, ne? Jetzt zum Beispiel das einfach vom Händler für Ehre geht schon auf 6,26. Macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr dann in der Season was Höheres habt, ich habe das jetzt noch vor der Season gemacht, werdet ihr natürlich noch ein bisschen besser performen damit. Kleine Information, die Kisten spawnen alle 18 Minuten. Ne? Also jede 18 Minuten kommt eine Kiste und ihr könnt das in allen 4 verschiedenen Gebieten machen. Also ich habe mit mehreren Accounts das tatsächlich so gemacht, dass ich quasi meine Twinks auf die verschiedenen Gebiete verteilt habe. Ihr könnt das tatsächlich auch sogar mit einem Level 70er Char machen. Und da das Achievement auch Battle.net Account weit ist, könnt ihr euch auch einen 70er Ali oder einen Horden-Char nehmen. Also ist vollkommen egal. Wenn ihr merkt, okay, die eine Fraktion dominiert in dem Gebiet jedes Mal, geht halt einfach auf zu der Fraktion und dann könnt ihr damit quasi auch vielleicht einfacher die Kiste holen. Findet sie. So, jetzt ist gerade hier der Dialog gekommen. Und ihr seht, jetzt haben wir hier Kiste mit Kriegsvorräten, ne? Also das ist das Ding. Und das spawnt hier an verschiedenen Enden der Map und fliegt dann halt immer eine gewisse Route. Ich kann euch sagen, in der Insel von Dorn ist es mit am angenehmsten. In den Höhlengebieten kann es halt sein, weil es dezent schlecht programmiert ist, dass es teilweise durch Wände und so durchfliegt. Also es fliegt meistens eine, oder eigentlich so gut wie immer, so eine gerade Linie. Und da oben haben wir es. Und wenn es relativ nah zum Boden kommt, lässt halt seine Kiste fallen. Wenn ihr ein paar mitgemacht habt in einem Gebiet, irgendwann habt ihr so raus, okay, da ist der Place, wo es gedroppt wird, oder hier, ne? Also da habt ihr dann immer irgendwann das schon so ein bisschen im Gefühl. Es gibt hier aber zum Teil so 8, 9, 10 pro Zone, also
Da habt ihr schon ein bisschen Variation quasi drin. So, also das landet jetzt hier. Dann kommt da die Kiste raus. Da klickt ihr drauf, so schnell wie möglich. Und dann schaut ihr euch panisch um, wer kommt. Ja? Aber anscheinend habe ich jetzt hier tatsächlich Glück. Kommt keiner. Und wenn ihr es jetzt umgefleckt habt, das müsste... Also das hat jetzt zum Beispiel fürs Achievement gezählt. Ich habe es jetzt schon fertig. Und jetzt habe ich es für die Allianz gefleckt. Heißt, ich kann es als Allianzler aufmachen. Und alle anderen Allianzler können jetzt auch hingehen, das Ding aufmachen. Kriegen aber halt da durchs Aufmachen keinen Credit fürs Achievement, wie ich es vorher schon erzählt hatte. Fast ein bisschen schade, dass wir jetzt hier keinen Kampf hatten. Aber ja, ab und an hat man Glück und man kann das einfach fürs Achievement mitnehmen. Jetzt müssen wir wieder 18 Minuten warten und dann spawnt die nächste. Alternativ könnt ihr jetzt halt die Zonen auch durchhoppen. Der Rhythmus in verschiedenen Zonen ist anders und dann müsst ihr vielleicht nicht ganz so lang warten. Gut, damit sind wir tatsächlich dann auch durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.